zeige euch, wie man Kunst unter 50 Euro kaufen kann. Leider klinge ich ein bisschen wie so ein Business Coach. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kunst hier hinter mir, werde ich eh oft gefragt, wo ich die her habe, nämlich aus Trödelläden. Also das hier habe ich ehrlich gesagt nur als Video-Hintergrund gekauft, weil es schön viel Platz wegnimmt. Ich finde das relativ scheiße gemalt, aber großes Bild für 40 Euro. Aber ein erstaunlich gutes Bild, das ich auch aus dem Trödelladen habe, ist das hier. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich gut gemalt und von 1903. Also das ist über 120 Jahre alt für 45 Euro. Krass, fand ich. Und auch auf dem Flohmarkt kann man Kunst kaufen. Da habe ich dieses Bild her von diesem saufenden Opa mit einer extrem schlecht gemalten Hand. Aber das hat 5 oder 10 Euro gekostet. Also es gibt Kunst unter 50 Euro, nicht alles ist fresh, aber ey, besser als viele, viele Poster. So, und jetzt kommt in meine WhatsApp-Gruppe.